Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind hier vor dem Schloss von Hyrule, was allerdings gerade nicht zur Sache tut, denn wir wollen jetzt in das Reich der Sora. Und ja, um zum Reich der Sora zu kommen, da gibt es einen ganz einfachen kleinen Weg. Die Sora, die haben ja bekanntlich etwas mit Wasser zu tun, das kann man sich ja schon so ein bisschen so denken. Und um zu ihnen zu kommen, müsste man ganz einfach schnell zum Dings latschen, zum Flusseimer, der hier durch die Steppe von Hyrule fließt. Und ja, das ist eigentlich alles, was man dafür tun muss. Aber wartet mal, Leute. Da kommt mir gerade noch eine kleine andere Idee. Wir müssen nämlich als kleiner Junge, als Link, auch noch eine Kleinigkeit erledigen, nämlich für unser kleines Pferdchen. Das fällt mir gerade so ganz spontan nebenbei ein. Ja, so sieht's aus. Ich würde einfach mal kurz vorschlagen, ich mache das jetzt eben. Ich meine, das macht ja jetzt keinen Unterschied, oder? Ich glaube, ich kümmere mich eben einmal eher vielleicht doch um Epona dann. Das Epona heißt, das ist ja eigentlich keine große Neuerung. Ich glaube, bei Epona kam das erste Mal hier in diesem Spiel vor, kann das sein? Ich glaube, in den 2D-Zeldas kam es nie vor und ja, seitdem heißt es, glaube ich, eigentlich Epona, ne? Ja gut, wie soll es auch sonst heißen, ne? So, das finden wir natürlich irgendwo hier auf der Lon Lon Farm. Dafür müssen wir, glaube ich, die kleine Tochter finden. So, die sollte jetzt da irgendwo stehen, genau. Die bringt uns jetzt das Lied bei, genau. Das muss ich auf jeden Fall können, damit ich es mir später holen kann. Na, du? Hey. Ah, der Junge aus dem Wald. Ich hörte, du hast meinen Vater gefunden. Wie hat dir das Schloss gefallen? Und die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Denn die hatte es ganz schön eilig, nachdem du ihn geweckt hast. Ja, shit happens, wa? Oh, ich muss dir jemanden vorstellen, Feenjunge. Das Pferd hier heißt Epona. Süß, nicht wahr? Yay. So, und wie lernen wir das Lied jetzt? Wie es scheint, hat Epona Angst vor dir. Soll ich jetzt irgendwas? Bringt das vielleicht irgendwas? Ich weiß es nicht. I don't care. Ja, nee, ist klar. Willst du mit Zadia sprechen? Nein. Ich will eigentlich erstmal nur. Irgendwas muss ich doch tun, damit sie jetzt darauf reagiert. Warte mal, jetzt markiere ich sie mal. Vielleicht bringt das ja was. Du musst mir dein Lied beibringen, verdammt nochmal. Ah. Schlagen bringt nichts. Komm, Pferdchen. Menno, jetzt helf mir doch mal. Dieses Lied hat meine Mutter geschrieben. Es ist wunderschön. Lass es uns zusammen singen. Ja, nee, ist klar, okay. Wenn ich das jetzt nicht mache. Ho, eine hübsche Ocarina. Willst du das Lied auf der Ocarina spielen? Okay, hier ist Eponas Lied. Okay, soweit ist klar, ne? Also. Sehr schön, dann bei Eponas Lied. Eponas Lied gespielt. Huhu, yay. Du hast Eponas Lied erlernt. So, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was bringt, ob Epona dann hier angetapert kommt, wenn ich das will oder so. Oh nein, nicht du hässliche Krähe wieder. Ja, hey, Epona, ne? Darf ich jetzt reiten? Darf ich jetzt reiten? Darf ich jetzt reiten? Na, komm, jetzt lass mich reiten, verdammt. Pferd. Mensch. Oh, Epona. Sie hat hier an dir gefallen gefunden, Feenjunge. Dann will ich das mal spielen, warte mal. So.
So, das einmal gespielt. Und dann hoffe ich mal, kommt die jetzt einfach, oder? I don't know. Darf ich jetzt auf Pferdchen sitzen? Oh, Epona, sie hat an dir Gefallen gefunden, Feenjunge. Warte mal, dann will ich es mal vielleicht außerhalb dieses Dings da probieren oder sowas. Ist mal außerhalb hiervon. Oder was musste ich dafür tun, Mensch? Doch, da kommt sie. Okay. Ich meinte, man könnte die auch irgendwie dann reiten, aber irgendwie will das nicht so ganz. Warte mal, nee. Dann brauche ich wahrscheinlich einen Sattel oder sowas. Ich meine, so auf Pferdchen reiten ist nicht gerade sehr gemütlich, glaube ich. Dann wollen wir uns hier vielleicht nochmal umgucken. Komm, ich will Pferdchen haben. Ich will Pferdchen reiten. Yay, das ist bestimmt voll toll. Ich meine, ich könnte das jetzt auch schon. Glaube ich auf jeden Fall. Ich weiß es nicht mehr, das ist so das Problem, ne? Schauen wir einfach mal hier rein. Manchmal glaube ich einfach nicht, dass ich, der fantastische Basil, auf einer dämlichen Farm wie dieser arbeite. Weil der Farmbesitzer ein Faulpelz ist, muss ich die gesamte Arbeit erledigen. Ich, der einzigartige Basil, sollte diese Farm leiten und nicht der faule Talon. Ah, du bist so ein Idiot, Mensch. Ja, Pferdchen sind jetzt hier draußen, das hilft mir nicht viel. Gut, dann will ich mal vielleicht beim guten Talon gucken, ob der mir vielleicht dann hilft. Ich glaube, da gab es auch dieses eine Spiel mit dem Huhn und bla und vielleicht war das ja das Problem. Wieder am Schlafen, du faule Sau. Was? Bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Kein Problem, Mann. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes. Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind super Hühner. Ah, nee, ist klar. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Okay, klar. Du hast 30 Sekunden. Jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie. Mein Gott. Welche sind jetzt diese... Und woran erkenne ich die jetzt? Die sehen alle gleich aus, verdammt. Die sehen doch alle gleich aus, Mensch. Das sind verdammte Hühner. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Die Zeit ist um. Oh, wie schade. Die Superhühner sind genial. Jetzt bringen mir sie sogar noch Geld ein. Du Arsch, ey. Komm zu Daddy, ihr Süßen. Ah, fick dich. Willst du es nochmal versuchen? Ein junger Kerl wie du hat doch sicher Hummeln im Hintern. Nein. Ja, dann penn mal weiter, du Arsch, ey. Mensch, unglaublich. Sind alle fucking gleich aus, Mann. Wie soll ich die denn erkennen? Nein, ich wollte da oben gucken, ja? Ich wollte nicht hier gucken, ja? Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwie einen Sattel brauche oder sowas, um an Epona zu kommen, oder ob das wirklich erst später ging. I don't know. Andererseits, so viele Wege sind das auch gar nicht, die wir noch irgendwie großartig zu latschen hätten oder so, ne? So, da haben wir ein bisschen Geld. Da haben wir wieder unsere 10 Rubine wieder voll. Das ist gut.
Ich weiß, sonst gucke ich nochmal bei Marlon eben kurz vorbei. Ich meine, immerhin haben wir jetzt wirklich gezeigt, dass Epona auch irgendwie auf uns hört, ne? So, von daher, will ich nochmal hier probieren. Los, komm. Spielen bei Eponas Lied und Epona kommt dann hoffentlich auch, ne? Epona. Irgendwie ja nicht, ne? Keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hinkriege. Komm, wir sprechen jetzt nochmal mit der guten Frau. Hallo. Ich guck gleich mal in diesem komischen Verschlag da, oder was das ist. Oh, Epona, sie hat an dir Gefallen gefunden, Feenjunge. Ja, das ist richtig. Das kommt, Pferdchen. Mensch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt einfach wieder sagen, ich beende diesen Part hier. Ich schaue jetzt gleich einmal vor irgendwie rum, wie ich an Epona jetzt rankomme. Weil ich habe jetzt gerade echt keine Ideen mehr. Und wenn ich dafür keine Lösung finde oder sowas, dann ja, würde ich sonst sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Legend of Zelda und da werde ich dann einfach kurzerhand dann, ja wie gesagt, erst gucke ich nach Epona und dann gehen wir an Soras Reich. Bis dahin, tschüss.